Es gibt eine Reihe von Gebieten, auf denen möglicherweise interessante Effekte zu entdecken sind. Zum Beispiel ist meiner Meinung nach der grüne Star relativ gut erforscht. Auf den erhöhten Augendruck scheint Cannabis tatsächlich eine positive Wirkung zu haben. Daneben wirkt der Stoff auch appetitanregend. Etwa bei einer Reihe von chronischen Krankheiten, bei denen man immer weniger Nahrung zu sich nimmt. Das kann AIDS oder auch Krebs sein. Es gibt noch einen dritten interessanten Effekt, und zwar die Wirkung von Cannabis auf Übelkeit nach einer Chemotherapie. Es gibt aber auch noch andere Bereiche, die interessant sein könnten. Zum Beispiel spastische Lähmungen bei behinderten Personen. Cannabis ist nämlich auch ein muskelentspannendes Mittel. Drei Stunden, nachdem Alan Cannabis konsumiert hat, fühlt er sich in der Lage, Golf zu spielen. Ich konnte einfach keinen Schläger mehr schwingen. Mir fehlte die richtige Haltung zum Schläger. Mein Rücken schmerzte zu sehr. In diesem Stadium tut jede Bewegung weh. Wenn ich nicht geraucht hätte, würde ich jetzt wohl flach im Sessel oder droben im Bett liegen. Ich könnte es vielleicht noch mal mit Schmerztabletten versuchen. Aber unter Schmerzmitteln könnte ich sicher nicht rausgehen und Golf oder Basketball spielen. Reinhard Fink hat Cannabis in Marokko entdeckt. Für ihn war es eine wertvolle Hilfe, durch die er seinen Appetit wiedergefunden hat, nachdem er durch seine AIDS-Erkrankung 12 Kilo verloren hatte. Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit habe ich wieder Appetit. Ich hatte während dieser Monate zwar stets Hunger, jedoch keinen Appetit. Ich war so glücklich, eilte in ein Restaurant und habe mit viel Lust gegessen. Am selben Abend habe ich sogar noch ein zweites Gericht bestellt. Das gab mir sehr viel Mut. Ich fühlte mich gut, fand meine geistige Harmonie wieder, fühlte mich weniger gestresst. Und ich verspürte eine Schmerzlinderung. Diese beruhigende Wirkung von Cannabis ist schon seit Jahrhunderten bekannt. In den 70er Jahren beabsichtigten die pharmazeutischen Labors, Cannabis im Kampf gegen gewisse Nebeneffekte der Chemotherapie, insbesondere gegen Übelkeit, einzusetzen. Im Pariser Krankenhaus Pitié-Salpêtrière haben Krebsspezialisten alle möglichen Behandlungsweisen getestet. Anfang der 80er Jahre wurde die Bedeutung eines Derivats von Cannabis entdeckt. Das sogenannte Marinol wurde an Patienten erprobt, die auf die klassischen Behandlungen und Medikamente gegen Brechreiz nicht ansprachen. Medikamente, die Übelkeit und Erbrechen nach der Chemotherapie verhindern sollten. Man stellte fest, dass eines der Derivate von Cannabis in der Tat eine gewisse Wirkung zeigte. Jeder fünfte Patient erbrach sich nicht mehr. France Perrier hat sich in ihrem Kampf gegen die Leukämie für die milde Medizin entschieden. Darunter Cannabis. Ein Arzt für Homöopathie hat ihr das Mittel in Form von Öl für die Haut verschrieben. Ich habe große Erleichterung verspürt, direkt danach, in den folgenden 24 Stunden und auch noch in den nächsten Tagen. Ich konnte vorher kein Kleidungsstück anziehen, weil ich das Gefühl hatte, lebendig zu verbrennen. Ich fühlte mich wesentlich wohler und 3 bis 4 Tage später war der Schmerz vollständig gelindert. France Perrier ist heute geheilt. Dank Cannabis konnte sie ihre Schmerzen bekämpfen. Es ist mir erspart geblieben, Medikamente wie Morphium einnehmen zu müssen oder andere, die ich nicht nehmen wollte, weil ich bewusst gegen die Krankheit ankämpfen wollte. Ohne Cannabis wäre das nicht gegangen. Cannabis wird auch in der Augenheilkunde verwendet, insbesondere bei der Behandlung des grünen Stars. Unter dieser Krankheit, die unerbittlich zur Blindheit führt, leidet 1% der Franzosen. Daraufhin bot man den Patienten Cannabis in Zigarettenform an.
Nach dem Rauchen senkte sich der Augendruck beträchtlich. Die Cannabis-Verabreichung wurde wegen der psychotropen Wirkung schnell eingeschränkt. Der Kranke verspürt ein Gefühl wie beim Drogenkonsum. Er schwebt. Dies ist medizinisch gesehen nicht akzeptabel. Es ist zu bedenken, dass der grüne Star eine chronische Krankheit ist und somit eine konstante Behandlung erfordert, denn die Patienten werden nicht operiert. Die ständige Verabreichung einer Substanz wie Cannabis kann erhebliche Probleme verursachen, sowohl für den Patienten selbst als auch für die Gesellschaft. Cannabis wird in Frankreich vom Gesetz her immer noch als Droge eingestuft. Umstritten ist, ob täglicher Konsum eine Gefahr darstellt oder ob er für den menschlichen Körper unschädlich ist. Cannabis ist ein Stoff mit geringer akuter Toxizität. Das ist sehr wichtig, wird meiner Meinung nach jedoch nicht oft genug betont. Ich möchte Cannabis nicht verteidigen, sondern ganz einfach exakte Informationen vermitteln. Sie wissen, dass es Dosierungen gibt, die man bis zu dem Punkt kalkulieren kann, an dem ein Stoff tödlich ist. Man kennt diese Dosierungen bei einer Reihe von Substanzen, bei Alkohol, bei Nikotin, bei vielen Medikamenten, bei Heroin und auch natürlich bei Kokain. Aber eine tödliche Cannabisdosis kennt man in der Praxis nicht. Das bedeutet, dass Cannabis ein Stoff ist, dessen akute Toxizität sehr, sehr gering ist. Es stellt sich aber noch eine andere Frage. Kann Cannabis, wie andere Drogen, süchtig machen? Professor Jean-Charles Schwarz gehört zu den Forschern, die die Wirkung von Cannabis auf das Gehirn erforscht haben. Er analysiert diese Eigenschaften, um herauszufinden, wie Cannabis die Wahrnehmung verändert und sicherlich auch, um festzustellen, ob es süchtig macht oder nicht. On peut pas parler de dépendance comme dans le cas de la morphine en ce sens. Man kann hier nicht von derselben Abhängigkeit wie zum Beispiel beim Morphium sprechen. Sie wissen wahrscheinlich, dass Leute, die über lange Zeit Morphium einnehmen, Entzugserscheinungen bekommen, wenn sie es absetzen. Diese Entzugserscheinungen veranlassen sie dazu, erneut Morphium zu nehmen. Das erzeugt die sogenannte Abhängigkeit. Das heißt, das Bedürfnis, immer wieder Morphium zu nehmen. Das trifft jedoch nicht auf Cannabis zu. Die Betreffenden können relativ leicht mit der Einnahme aufhören. Wahrscheinlich leichter als mit dem Konsum von Zigaretten oder Alkohol. Die therapeutischen Vorzüge von Cannabis sind heute allgemein bekannt. Es dient der Schmerzbekämpfung, der Wiedererlangung des Appetits und der Senkung des Blutdrucks. Die Ärzte versichern, dass es nicht giftig ist und dass es nicht süchtig macht. Die Entwicklung von neuen Medikamenten aus Cannabis steckt jedoch fest. Die Industrie ist heute in der Lage, Moleküle ganz exakt gemäß ihrer Funktion für die therapeutische Behandlung herzustellen. Wer ein Mittel gegen Brechreiz entwickeln will, kennt genau die chemische Struktur eines solchen Mittels und kann es auch herstellen. Das gilt für Herzmittel, für Nierenmedikamente, für alle Medikamente, für jedes Organ, das durch Chemotherapie möglicherweise beeinträchtigt würde. Die Konkurrenz wirksamerer Medikamente hat Cannabis aus dem Krankenhaus verdrängt. Auch die medizinische Forschung hat allmählich ihr Interesse an dem Pflanzenprodukt verloren. Man braucht Cannabis nicht als Medikament zu verteidigen. Trotzdem gibt es keinen Grund, extrem leidenden Personen, ganz egal woran sie erkrankt sind, Cannabis vorzuenthalten. Nicht als Medikament, sondern ganz einfach zur Schmerzlinderung. Cannabis wird in England als Hilfsmedikament angesehen, als eine zusätzliche Hilfe, um chronische Schmerzen zu lindern. Alan kann auf diese Weise seinen täglichen Leidensweg besser ertragen. In Frankreich wird Cannabis immer noch mit verbotenen Drogen gleichgestellt. Reinhard Fink ist wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verurteilt worden. Aufgrund seiner AIDS-Erkrankung wurde ihm die Strafe jedoch erlassen. Thank you.